On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Hi und herzlich willkommen beim Hochdruck 3D Adventskalender. Das heißt für euch 24 Tage lang kleine Tipps, Tricks und auch Geschenke. Und wir sind bei Türchen 11 angekommen. 10, 11, so. Und das heutige Thema bzw. der heutige Tipp ist die Drucktemperatur. Nutzt verschiedene Temperaturen in bestimmten Bereichen von Drucken, die zum Beispiel fester werden sollen. Habt ein Objekt, wo ihr was damit an die Wand hängen wollt, was wirklich fest sein muss, was auch nicht unbedingt extrem gut aussehen muss. Es muss einfach funktionell sein, es muss fest sein. Es darf nicht kaputt gehen, wenn es runterfällt. Ich hatte ja schon mal den Tipp in einem der vorherigen Videos mit mehr Wandlinien gemacht bzw. erklärt. Und heute möchte ich euch da einfach mal dazu sagen, dass ihr das zusätzlich auch noch mit der Temperatur regeln könnt. Denn umso höher die Temperatur ist, umso besser verschmelzen im Endeffekt auch die Layer miteinander. Das heißt, umso fester werden die. Probiert das mal aus, macht das mal. Zusätzlich, wenn es noch stärker sein soll, setzt euer 3D-gedrucktes mal ein bisschen Wärme aus. Es darf nicht heiß sein und vor allem darf es dann nicht maßhaltig sein. Das heißt, es muss von den Maßen her, wenn ihr im Nachhinein das mit mehr Temperatur nochmal machen wollt, es darf nicht gut aussehen und es darf nicht maßhaltig sein. Habt ihr was, wo jetzt die Maße komplett egal sind? Zum Beispiel, ihr wollt, da will ich gleich das einfach ein. Ihr wollt zum Beispiel irgendwo was draufstellen, dass das einfach so eine Fußerhebung oder so ist. Die muss nicht gut aussehen, die muss nur extrem stark sein und halten. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal für ein paar Minuten mit in Geschirrspüler reinhauen. Das funktioniert auch. Sieht im Endeffekt nicht mehr gut aus, ist auch ein bisschen verzogen, aber es funktioniert. Das soll aber nicht der Haupttipp sein, sondern der Haupttipp ist, spielt mit der Temperatur. Zum einen ist natürlich eine Temperatur wichtig, dass es gut aussieht, aber es hat auch was mit der Haltung bzw. der Festigkeit des Objektes zu tun. Umso höher die Temperatur, natürlich dürft ihr es nicht übertreiben, denn irgendwann verbrennt bzw. verschmorkelt ein bisschen das Filament. Das heißt, wenn ihr standardmäßig mit 200 Grad bei PLA druckt, druckt man mit 220. Ihr könnt auch bis 225 gehen, je nachdem welches Filament ihr habt, von welcher Marke, welcher Firma. Dann könnt ihr eure Festigkeit des Objektes erheblich verbessern. Und natürlich gibt es heute auch wieder einen Gutscheincode und dieser heißt Kerzen. Geht den auch wieder bei Landwehr 3D am Ende der Bestellung in den Warenkorb ein. Also dort könnt ihr den Gutscheincode-Feld diesen Gutschein eingeben. Ab 15 Euro Bestellwert bekommt ihr eine kleine Überraschung. Da seht ihr im Warenkorb, was genau es ist. Möchte ich euch nicht verraten. Das bleibt in dem Fall einfach ja, mir und dem Manuel von Landwehr 3D als kleine Überraschung. Ich möchte euch da ein bisschen überraschen, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen freut, was dann da ist. Wie gesagt, ich würde mich freuen, euch die nächsten Tage wiederzusehen. Bis zum 24. Dezember geht das Ganze noch. Und morgen ist ja auch ein spezieller Tag. Das heißt, wir haben die Halbzeit erreicht. Da gibt es schon mal als kleiner Spoiler, was, ja, kann man schon gut gebrauchen. Gibt es noch mit dazu. Also, ich freue mich, euch auf jeden Fall morgen wiederzusehen. Und ich sage, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.